Okay, irgendwo muss der Feigling doch sein. Warte mal, wo waren denn unsere Freunde? Wo waren denn unsere Freunde? Ach, dahin. Nee, wo sind die? Ach, auf der anderen Seite, warte mal. Irgendwo wird der doch sein. Wo hat das feige Wiesel sich denn versteckt? Warte mal. Kann ich hier durch? Nö. Ach. Oh nein. Ups. Okay, weiter geht's. Ich hätte mal speichern können, ne? Mist. Komm. Du wirst mich niemals in die Knie Scheiß. Knie zwingen. Es ist noch nicht vorbei, Malak. Eure Freunde geben nicht leicht auf, Revan. Ihr konntet schon immer gut Loyalität in euren Mitstreitern wecken. Aber selbst zu dritt könnt ihr nichts gegen meine Macht ausrichten. Für die Jedi. Ich halte Malak auf. Ihr beide verschwindet von hier. Findet die Sternschmiede. Nein, Bastila. Er ist viel zu stark. Nein. Nein. Ach, Bastila. Die Tür ist verschlossen. Wir kommen hier nicht durch. Los jetzt. Wir müssen zu Ebonhawk. Ach, Bastila. Was ist mit Bastila? Wir müssen ihr helfen. Ich mag's. Sie nervt mich zwar tierisch, aber ich lasse sie nicht zurück. Bastila hat gegen Malak keine Chance, aber wir können ihr nicht helfen. Nicht hier. Wir müssen von diesem Schiff runter und die Sternenschmiede finden. Dort liegt der Schlüssel, um den dunklen Lord zu besiegen. Bastila opferte sich selbst, damit wir entkommen konnten. Dieses Opfer darf nicht umsonst gewesen sein. Los jetzt! Okay. Was hier? Okay. Weg hier. Speichern und weg. Hangarbucht. Schnell zu Ebonhawk. Aber wir können Bastila doch nicht zurücklassen. Also ganz ehrlich mal. Leute. Es geht doch nicht. Mann. Ach Mann. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Ich mag sie zwar nicht, aber das finde ich... Ich lasse niemanden zurück. Das finde ich nicht gut. Oh nein, das war nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Wir werden uns gleich eh wieder auf dem Schiff sehen. Ich kenne mich doch, ich kann das doch nicht. Jäger im Anflug. Ich merke das schon mit den Jägern und so. Ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das doch nicht, ich kann das doch nicht. Ich kann das doch nicht. Mann, ich kann das doch nicht. Komm her. Schitte, schitte! Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der andere? Wo ist der? Nein, nein, nein! Oh, schitte! Okay. Gott sei Dank. Hey, das erste Mal auf Anhieb! Den Schock eine kleine Dr. Unbekannt Cola. Ich will zurück und Bastila retten. Das ist doch nicht okay. Hey, wo ist Bastila?
Was ist auf dem Schiff passiert? Wir trafen auf Malak. Er hätte uns umgebracht. Doch Bastila opferte sich. Wir konnten mit knapper Not entkommen. Du meinst, sie ist tot? Malak würde sie nicht umbringen. Er wird ihre Kampfmeditation gegen die Republik einsetzen wollen. Er muss sie leben lassen, um sie auf die dunkle Seite zu ziehen. Wir müssen Bastila retten. Nicht so eilig. Wir haben hier noch eine wichtigere Angelegenheit zu klären. Wir alle haben ein Recht darauf, die Wahrheit über euch zu erfahren. Wollt ihr es ihnen erzählen oder soll ich das tun? Es kümmert mich nicht, was Malak gesagt hat. Ich bin nicht Darth Revan, ich bin Eren Kahn. Revan? Wovon redest du? Soll das ein Witz sein? Das ist kein Witz. Der Rat der Jedi nahm Revan gefangen, löschte den Verstand des dunklen Lords aus und programmierte ihm eine neue Identität ein. Saul Karras erzählt es mir auf der Leviathan. Bastila hat es mir bestätigt. Du bist Darth Revan? Das ist hart. Kannst du dich noch erinnern, dass du mal der dunkle Lord warst? Kleine Dinge, ein paar seltsame Träume und Visionen, das ist alles. Nur ein paar Bilder? Das ist alles? Mehr nicht? Dann ist ja alles in bester Ordnung. Wenn du dich nicht mehr an dein Leben als Revan erinnerst, spielt deine Vergangenheit keine Rolle mehr. Du bist die Person, die du jetzt bist, richtig? Natürlich spielt das noch eine Rolle. Wer sagt uns denn, dass die alten Erinnerungen nicht wieder hochkommen? Woher wollen wir wissen, dass Revan sich nicht plötzlich gegen uns wendet? Während wir Malak auf den Fersen waren, saß ein früherer Sith-Meister direkt neben uns, lauschte all unseren Plänen und Geheimnissen. Du bist so ein Arsch. Oh. Aber ich bin kein dunkler Lord mehr. Ich bin Eren Kahn und gehöre jetzt zu euch. Ich sehe in dir nicht den dunklen Lord der Sith, sondern einen Freund, der mit uns durch dick und dünn gegangen ist. Vergiss nicht, Malak wollte Taris zerstören. Bixet und ich bleiben bei dir. Wir verdanken dir unser Leben. Wir werden dich jetzt nicht verlassen. Wie könnt ihr sowas sagen, Mission? Die Sith haben meine Heimatwelt in Schutt und Asche gelegt. Revan hat mir meine Familie genommen und mein Leben zerstört. Jeder weiß, dass Malak den Befehl gab, eure Leute anzugreifen, Karth. Dafür könnt ihr Revan nicht verantwortlich machen. Ich nehme an, dass ihr euch bisher als Freund der Republik erwiesen habt, Revan. Aber kann ich euch vertrauen? Kann das überhaupt einer von uns? Du kannst mich mal. Was denkt ihr, Kendrus? Ihr habt die Clans der Mandalorianer im Krieg besiegt, Revan. In der ganzen Galaxis gab es niemanden, der uns sonst hätte übertreffen können. Wir haben weder vorher noch nachher jemanden wie euch getroffen. Wie könnt ihr überhaupt fragen, ob ich euch folgen will? Was immer ihr bekämpfen wollt, ist meine Fähigkeiten wert. Ich bin euer Mann bis zum Ende, Revan. Gleichgültig, wie das hier ausgeht. Was hast du zu sagen, HK-47? Kommentar. Ich empfinde etwas sehr Ungewöhnliches, Meister. Warum? Was geschieht? Und hat Juhani gar nichts zu sagen? Antwort. Mein gelöschter Kernspeicher wird aktiviert. Ich glaube, ich habe eine Art Heimkehrsystem, Meister. Dein Heimkehrsystem? Was ist das? Bemerkung. Das Heimkehrsystem ist eine Subroutine meines Neutralisierungsprogramms. Es ist wohl doch nicht vollständig deaktiviert. Offenbar stellt das Heimkehrsystem meinen gelöschten Kernspeicher wieder her, wenn ich zu meinem ursprünglichen Meister zurückkehre. Du meinst Revan? Bestätigung. Richtig, Meister. Nach den Sith-Richtlinien muss der Speicher eines Droiden vor einem Einsatz gelöscht werden und wird nach seiner Rückkehr wiederhergestellt. Ich bin zu euch zurückgekehrt und stehe euch mit allen Funktionen zu Diensten. Es ist mir eine große Freude, euch wiederzusehen, Meister. Ich bin nicht mehr wirklich Revan, HK-47. Bemerkung. Das ist unerheblich, Meister. Ich bin euer Droide, ungeachtet eurer Taten und eurer Persönlichkeit. Wow, wer hätte das gedacht? Vergesst nicht, dass wir hier von der Macht reden. Wenn jetzt Malak persönlich vom Himmel fiele, würde ich nicht mal mit der Wimper zucken. Gutes Argument. Du wirst mich doch auch nicht verlassen, oder T3? Der war doch... Ich wusste, dass der kleine Kerl zu dir halten würde. Droiden sind nicht nachtragend. Also, Karth, wo ist Juhani? Verdammt.
Hat die gar nichts zu sagen? Ich meine, Jorni. Also von ihr hätte ich mich jetzt... Also bei ihr wäre ich jetzt wirklich gespannt gewesen, was sie sagt. Also, Cars, werdet ihr auf meiner Seite gegen Malak stehen? Die anderen scheinen euch zu vertrauen. Und ich sehe keinen anderen Weg, wie wir die Sith sonst aufhalten könnten. Malak ist unser Hauptfeind in diesem Spiel, nehme ich an. Welche Wahl habe ich also? Ich bin nicht mehr Revan, Cars. Ihr müsst mir das glauben. Ich möchte euch gern glauben. Ihr habt euch im Verlauf dieser Mission immer und immer wieder bewiesen. Aber das alles ist ein bisschen zu viel für mich. Wie denkt ihr, dass ich empfinde? Das muss für euch ja noch ein viel größerer Schock gewesen sein. Ich weiß gar nicht, wie ihr das aushaltet. Wir werden beide einen Weg finden müssen, auf dem wir weitergehen können. Keine Bange, ich bin Soldat. Ich lasse mich nicht von persönlichen Gefühlen leiten, die dem Erfolg unserer Mission im Wege stehen könnten. Aber vergesst nie, dass ich einen heiligen Eid geschworen habe, die Republik zu verteidigen. Solange diese Mission noch nicht beendet ist, stehe ich an eurer Seite. Aber ich werde es nicht zulassen, dass ihr die Republik verratet. Das war's dann also. Machen wir weiter. Wir müssen immer noch eine Sternenkarte auskundschaften, wenn wir diese Sternenschmiede finden und Bastila retten wollen. An die Arbeit, bevor es zu spät ist. Okay. Dann machen wir es mal auf den Weg. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hinrufen. Ach ja, diese, die Raumstation. Ich glaube, ich muss gleich mal meinen Hund bespaßen, falls ihr das im Hintergrund hört. Kommt jetzt was? Okay.